Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Jack 2. Das letzte Mal haben wir Sig beschützt, wie er 5 Metallschädel umgebracht hat, sage ich mal, also gebraten. Mit so einer Elektrowaffe, die sich Friedensstifter oder auch Peacemaker nennt. Und wir haben genug Metallschädel, um die Precursor-Götze zu füttern. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er gemeint hat mit, sie will mir helfen, die dunkle Macht zu kontrollieren. Das ist ja, hört sich ja interessant an, sage ich mal. Erstmal hier gegen ein Ding fahren. Und den hier mal wegkicken. Und Sequenz. Wow. Befreie die Welt von dieser metallenen Geißel. Als Belohnung gebe ich dir eine dunkle Macht. Wow. Bam, das haut rein, okay, dunkle Bombe. Was ich schön finde, wir haben noch unseren dunklen Jack. Den hätten sie jetzt auch einfach stehlen können, also dafür verbrauchen, aber das wäre ein bisschen unfair, weil wir haben echt hart dafür gearbeitet. Und, jawohl. So, wir müssen wieder zur Crew. Was auch immer der uns jetzt zu sagen hat, also. Wir haben Sieg beschützt, okay, aber was will er jetzt noch von uns? Also, wir werden sehen. Bams. Bams. What the fuck? Jetzt hatte ich Glück, das hätte jetzt auch einen Alarm auslösen können, weil ich ihn berührt habe, aber da war der Aufprall wohl nicht hart genug. Mein Glück. So. Wir müssen doch da lang. Ach, halt die Fresse. Dies ist eine Schwebeverbotszone. Ja, ich weiß, trotzdem fliege ich dort. Eben, wir müssen wieder zur Crew. Habe ich ja alles schon mal gesagt und Mist. Was soll es? Voran! Links, rechts, links. Ups, was ist denn das? Das hört sich nicht so gut an. Aber es hat eine geringe Reichweite, deswegen unser Glück. Mein Glück. Bis jetzt war das Spiel eigentlich noch einfach, also war alles noch machbar. Wird aber noch sehr schwer. Ja, ist gut, die Untergrundorganisation wird geXD. Keine Ahnung. Beliebiges Wort einfügen. Ja. Ich hoffe mal, Sig hat alle Metallschädel gefunden, weil die sind ja ziemlich tief ins Wasser gefallen. Naja, werden wir ja sehen. Vielleicht hat Crew ja wieder eine Belohnung für uns. Das wäre auf jeden Fall mal cool. Aber das glaube ich ja nicht. Der ist doch so ein Geizhals. Der macht doch nichts, der will doch immer Geld haben. Geldsack. Oh, Spyro ist der sozusagen. Und da habe ich wieder einen gekillt. Egal. Die Deppen kriegen mich eh nicht. Hier ist ein bisschen Schmerz. Ja, da freue ich mich aber. Immer die Schwebezonen wechseln, das hilft, die Gegner abzuhängen. Eigentlich ja gar nicht, aber egal. Ich mach's trotzdem. Yay. Schieß nicht auf mich. Ihr Jungs seid ja ganz brauchbar, hä? Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Früher, bevor der Baron dort alles abgesichert hat, war die Kanalisation meine beste Schmuggelroute. Und bevor du wegen deiner vielen kleinen Snacks nicht mehr durch die Haustür gepasst hast. Ich wette, du hast wieder einen brillanten Plan in deinem gierigen kleinen Hirn ausgebrütet. Also, wen oder was sollen wir jetzt fertig machen, umhauen oder hochjagen? Naja, ich brauche jemanden, der alle Wachkanonen in der Kanalisation lahmlegt. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr einen Waffenbonus. Lass mich ran. Dunkles, trübes Wasser? Ein Gestank schlimmer als dein Atem nach einem Dutzend Austern? Mehr Metallschädel als Essen auf deinen Teller passen würde? Und natürlich
tödlichere Waffen als deine super scharfen Feinripp-Unterhosen an einem heißen Sommertag? Hör mal, Vielfraß, warum schweben wir nicht mal gemütlich hier rum und du kümmerst dich um die Abflussrohre? Wir tun gar nichts, bevor du uns nicht sagst, warum die Metallschädel mit den Streitkräften des Barons handeln. Ich sollte euch beiden die Kniescheiben wegschießen lassen. Ich weiß nur, dass der Baron notgedrungen einen Deal mit dem Anführer der Metallschädel gemacht hat. Die Metallschädel brauchen Echo, also versorgt der Baron sie regelmäßig damit. Im Gegenzug halten die Metallschädel die Stadt in Schach, sodass die Herrschaft unseres ehrenwerten Barons unangetastet bleibt. Ja, aber wie lange wird dieser Deal wohl halten? Nun ja, dem Baron geht das Echo aus, ne? Und die Metallschädel haben nicht viel Geduld. Baron Praxis braucht diesen Krieg, um an der Macht zu bleiben. Andernfalls würde die Stadt den wahren Regenten auf den Thron setzen. Wo auch immer dieser Bengel steckt. Wir kümmern uns um die Kanalisation, aber denk daran, dass du uns einen Waffenbonus versprochen hast. Ihr Blutsauger.